Moin ihr Zwerster und Zwersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farming Simulator 17 und heute werde ich euch einen ziemlich geilen Trick zeigen. Let's start again. So, und zwar, wie angesprochen, zeige ich euch jetzt mal einen ziemlich coolen Trick, Leute. Und zwar mit diesem Trick könnt ihr eure Felder viel, viel schneller verwalten. Ich denke, dass das sogar ein Bug im Spiel ist. Den haben mir gestern die Zuschauer erzählt, oder einer der Zuschauer hat es mir erklärt. Und ihr könnt zum Beispiel auch Aufträge damit ultra schnell erledigen. Ich zeige euch das jetzt mal anhand dieser Erntemaschine. Und zwar, wenn ich jetzt in die Erntemaschine reingehe. So. Die fährt bis zu 23 km/h. Ihr seht das ja auch, ne? Der Autotacho da, das automatische Fahren ist auf 23 gestellt. Wenn wir jetzt B drücken, fängt die ja an zu ernten. So, wenn ich jetzt mit 3 sage, der soll automatisch fahren, seht ihr ja, 9 km/h. Und wenn ich jetzt hingehe und die Taste 2, womit man das erhöht, einmal drücke und gedrückt halte, dann kann es passieren, da seht ihr das, dann kriegt die so einen Boost und dann fährt die, trotz dass sie erntet, die Geschwindigkeit. Und so könnt ihr zum Beispiel Aufträge deutlich schneller erledigen. Ich habe gestern zum Beispiel einen Auftrag, für den ich irgendwie 3 Stunden Zeit hatte, in über einer halben Stunde gerade mal knapp erledigt und habe dadurch halt irgendwie knapp fast 200.000 oder so bekommen. Es ist halt wirklich fraglich, ob jemand sagt so, ja, ich will damit spielen oder ob man sagt, nee, ich möchte das nicht, ne? Ich wollte den Trick einfach nur mal ansprechen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ja, ich spiele damit lieber, ich finde das ziemlich geil. Und ja, vielleicht konnte ich da mit dem einen oder anderen helfen und danke nochmal an den Zuschauer, der mir das gesagt hat. Den Namen habe ich mir jetzt leider nicht im Hinterkopf behalten, muss ich wirklich zugeben, tut mir wirklich leid. Und wir haben heute natürlich auch eine Aufgabe zu erledigen und zwar machen wir uns jetzt direkt auf den Weg. Wir holen nämlich noch neue Rinder ab oder Kühe. Wir werden jetzt heute wieder weitere 6 Kühe kaufen, denn wie ihr gerade in der Timelapse sehen konntet, habe ich mich nämlich um ein Feld gekümmert von einem anderen Bauer oder einer Bäuerin sogar und ja. Von dem Geld werde ich jetzt erstmal wieder weitere Kühe kaufen. Was ich definitiv in dem Video heute mal ansprechen wollte, ist die Eskalation, die gestern im Livestream abgegangen ist. Nur zur Info, heute gibt es auch wieder einen Livestream ab 14 Uhr, www.twitch.tv/gtimetv, aber das war gestern echt übelst abnormal. Das war echt nicht mehr normal, was da im Livestream abgegangen ist. Und zwar wird es der ein oder andere ja schon vielleicht mitbekommen haben, gestern habe ich ein Spendengoal reingesetzt. Ich habe mir jetzt gedacht, weil die letzten Tage immer mal wieder häppchenweise so kleinere Spenden reinkamen, habe ich mir gedacht, okay, gehst du hin, ich halte eigentlich nicht so viel von diesen Donation Goals, weil ich immer die Bedenken habe, dass Leute damit angetrieben werden zu spenden und ich möchte, dass wenn jemand spendet, dass er das macht, weil er gerade Lust dazu hat und nicht, weil er unbedingt irgendwie mich unterstützen will und sich dazu, aufgefordert fühlt. Ja, und dann kam mir natürlich die dumme Idee, wo ich jetzt im Nachhinein sagen muss, wirklich, das war eine dumme Idee, diesen Donation Goal reinzusetzen, um ja, das Geld, was gespendet wird, dafür zu nehmen, um mir von Logitech das G29, also das Lenkrad, zu kaufen. Weil ich wollte gerne mit dem Farming Simulator mit dem Lenkrad jetzt demnächst mal zocken und wollte mir dann auch vielleicht, je nachdem, den Euro Truck Simulator 2 kaufen. Oder besser gesagt, den habe ich ja schon, aber den damit zocken. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, setze mal ein Donation Goal von 250 Euro rein und es ging direkt ab. Also das hat keine 1,5 Stunden gedauert, Leute, und der Donation Goal war komplett voll. In 1,5 Stunden haben die Leute irgendwie 300 Euro zusammengespendet da. Das waren so viele. Ich habe mir die Namen extra alle hier jetzt aufgeschrieben und in der Hinterhand gehalten. Denn ich habe gestern noch dann im Livestream sogar noch das Lenkrad bestellt. Das kommt morgen an. Und dann wollte ich noch ein Unboxing machen, wo ich dann auch die Namen mit dem Geld, was die Leute gespendet haben, einblenden will. Weil ich habe immer, das ist das Problem bei so einer Sache, da gab es zum Beispiel eine Person, die hat einfach 70 Euro donated und eine andere 40 Euro. Auch Leute, die 5 Euro oder 1 Euro donated haben. Das ist natürlich eine fucking große Menge Geld. Definitiv. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie manchmal, ich kann den Leuten das irgendwie nicht so richtig zurückgeben.
das, also wie die mir geholfen haben damit, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich habe das auch nicht im Stream oder so angekündigt. Ich habe nicht gesagt, ey Leute, wenn ihr hier donatet, dann werdet ihr bei mir ins Video eingetragen. Das habe ich jetzt im Nachhinein dann gesagt, nachdem der Donation Goal voll war, und habe dann auch gesagt, ich mache den jetzt wieder raus, und das gilt nur für die Leute, die jetzt extra dafür gespendet haben für das Lenkrad. Den Tag davor habe ich ja auch nochmal 40 Euro zusammengekriegt, die Leute trage ich auch noch ein. Aber ich wollte damit jetzt nicht antreiben, dass die Leute dann extra nochmal mehr Geld spenden oder so. Das habe ich auch ganz klar gesagt, dass das jetzt halt bei der Sache eine Ausnahme ist, und habe es auch wirklich im Nachhinein gesagt, sodass niemand mehr dazu sich gedrängt gefühlt hat, ja, jetzt muss ich extra spenden, damit ich ins Video von G-Time komme, weil das möchte ich auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall denke ich mal, dass ich damit den Leuten wenigstens eine kleine Freude machen kann und irgendwie ein bisschen was zurückgeben kann für das, was sie mir gegeben haben, weil im Grunde genommen ist das echt sau viel Geld. Und ich meine, die meisten kennen mich, also zum Beispiel 1000 Euro Donation nehme ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr an. Die lehne ich schon direkt ab. Wenn ich meistens eine 1000 Euro Spende reinbekomme, dann tue ich die sogar im Livestream noch per PayPal wieder zurücksenden. Und ja, ich finde auch, dass das viel zu viel Geld ist. Also ich habe das gestern schon mal erklärt gehabt. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn irgendwie die Leute 1 Euro oder 2 Euro donaten. Das ist mehr als genug Geld. Weil man muss das einfach so sehen, ich habe mit LS17 mittlerweile im Schnitt 2000 Zuschauer, gestern sogar über 2000, fast 2,5 sogar einmal kurzzeitig. Und wenn da 100 Leute hingehen und 1 Euro donaten, dann kommen schon 100 Euro zusammen. Und das ist nicht gerade klein bei so vielen Leuten, also das geht schon relativ schnell. Und das ist schon mehr Unterstützung als genug, ne? Also das ist für mich nicht, dass ich mich darüber aufrege oder so, weil die Leute immer denken, ich reg mich darüber auf. Es ist für mich eher unangenehm, wenn ich so viel Geld donated bekomme, weil ich mir einfach denke, ey, 70 Euro, dafür habe ich früher als Koch einen ganzen Tag arbeiten müssen für 70 Euro. Und das spendet mir mal eben einer salopp in einer Minute, ne? Und das ist das halt einfach. Deswegen, ich finde das ein bisschen heftig, möchte mich aber an der Stelle nochmal bei allen Leuten bedanken, die das unterstützt haben. Und dann wird es natürlich jetzt demnächst richtig coole Livestreams mit dem Lenkrad geben. Ich hoffe, dass ihr euch auch darauf freut. Und wir haben jetzt noch eine nächste Aufgabe hier zu erledigen. Und zwar müssen wir für die Tiere einen Futtermischwagen kaufen, oder wie das Ding heißt. Das haben mir die Leute nämlich gesagt, dass ich das holen muss. Ich weiß nur nicht, welcher das ist. Ein Futtermischwagen. Lädt Silage sowie Heu und Strohballen, damit werden die Kühe gefüttert. Das ist das Ding, was wir nämlich brauchen. Der kostet aber 121.000. Wie ist das denn, wenn ich den mir miete? Dann kostet der mich 13.000. Okay? Ich weiß noch nicht, wie dieses Gerät genau funktioniert. Das müsst ihr mir dann mal erklären. Ich lasse jetzt gerade von dem Mitarbeiter, den ich da hinten am Feld habe, Weizen anpflanzen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Leute, es gibt ja Stroh und es gibt Heu. Und ich bin da nicht so krass in der Materie drinne. Woraus kriege ich denn Heu? Ist das nicht aus Gras oder, kann mir mal einer erklären, wie ich am besten das hinbekomme mit dem Futter? Ey, der sieht ja mal richtig krass aus, der Wagen. Wie geil ist das denn? Ach, ich glaube, ich muss das einfach auf dem Boden dann fahren und dann kommt das da alles rein. Weil man kann nämlich, das hatte ich ja schon mal gezeigt, wenn man jetzt Escape drückt, dann sieht man ja hier, für die Tiere, genau, die Übersicht. Und jetzt bin ich gerade Stroh am Machen, Silage, Heu. Ja, okay, das ist doch vom Gras. Okay, Heu ist vom Gras. Oder ist Silage? Ah, okay. Also ich brauche 20% Gras, 50% Basisfutter, also Silage oder Heu. Das kann ich ja herstellen da hinten. Und dann brauche ich noch Kraftfutter. Die Frage ist, wie kriege ich dieses Kraftfutter hin? Das müsst ihr mir auf jeden Fall mal erklären, wie das mit dem Kraftfutter funktioniert. Weil das weiß ich nämlich nicht. Und dann habe ich das auf jeden Fall für die Kühe zusammen. Oh, die sind aber pflegeleicht, die Schafe. Die essen nämlich nur Gras. Und die Schweine, die sind auf jeden Fall sehr verwirrt. Gerade die Schweine. Die brauchen Protein, also Raps, Sonnenblumen oder Sojabohnen. Dann brauchen die Getreide, Basisfutter. Boah, da haben wir ja richtig viel was zu tun, Leute, ey. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall erstmal um die Kühe kümmern, dass wir da eine richtig schöne Gülleproduktion kriegen und vielleicht auch eine sehr gute Milchproduktion. Das wäre auf jeden Fall mal eine Sache, die ziemlich geil wäre. Und ich werde das hier in dem Spielstand machen wie in meinem Livestream. Ich tue mir erstmal alle Geräte, die ich hier habe, leihen. Denn ich werde das später versuchen mit Bienenhäusern, mit Solaranlagen und Windkrafträdern hier nach und nach dann so viel Geld reinzubekommen in der Stunde, dass ich immer einmal am Tag die Kosten decken kann von den ganzen Geräten. Das sollte auf jeden Fall easy klappen. Und er sieht ja ziemlich, also ich finde das richtig cool. Ich bin da total fasziniert, ne? Wenn man sowas noch nie gesehen hat. Das ist schon echt krass, was der
Also was so ein Landwirt alles für Arbeitsmittel hat und worauf der da achten muss. Also das ist schon echt krass auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, mir macht das Spiel ultra viel Spaß. Deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, noch ein Lenkrad zu holen, weil ich weiß, dass ich dieses Spiel sehr, sehr lange jetzt zocken werde. Ich weiß nicht, das ist jetzt nach Minecraft seit langem ein Spiel, was mich echt ultra fesselt, aber wirklich fesselt, wo ich sehr, sehr viel Zeit rein investiere und mir ultra viel Spaß macht und meinen Zuschauern auch. Also im Livestream, da geht es immer ordentlich zur Sache. Wie gesagt, wer sich das gerne mal selber anschauen kann, will, ja, oder möchte, kann, der kann ja heute gerne um 14 Uhr einschalten und ich denke, wir werden da auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Okay, den Futtermischwagen habe ich jetzt hier abgestellt. Was wir als nächstes brauchen, ist noch Saat. Wir müssen mal gucken. Ich weiß, dass man hier eine Fronthydraulik an dem Blauen anbringen kann. Ich weiß nur nicht genau, wie das funktioniert. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, die gab es nämlich zu kaufen, diese Fronthydraulik oder wie auch immer. Hier diese Frontlader, genau. Die sind das, glaube ich. Die kann man nämlich, mit den Frontladern können verschiedenste Dinge gestapelt und verladen werden. Ja, oder wir holen uns hier den von Kramer. Den Frontlader. Ich weiß nur nicht, da können, glaube ich, die ganzen Sachen hier dran. Oder das hier ist das, ne? Ich glaube, die müssen wir, das müssen wir, glaube ich, an einen Traktor dran machen. Die Frage ist nur, was ist der Unterschied zwischen den beiden Dingern? Was ist der Unterschied? Das eine scheint ein bisschen kleiner zu sein als das andere, ne? Ich würde sagen, wir machen es jetzt ganz leicht. Ich hau das Ding erstmal hier hin. So. Dann setzen wir den Traktor, den blauen, den setzen wir jetzt erstmal zurück, weil dann komme ich damit nämlich schneller in die Stadt auch, von New Holland, den Traktor. Und zwar, ja, den tun wir zurücksetzen, zack, okay. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache, dass ich mir das richtig denke alles. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, ich habe das bisher noch nie selber gemacht und probiere das jetzt auch erstmal aus. Und jetzt gehen wir hin. Okay, Frontlader. Ja. Aber wo soll der denn da dran an den Traktor? Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich mit Horny und so gezockt habe. Wir haben da nämlich auch sowas dran gehabt. Ich weiß nur nicht, ob die in der Werkstatt was gemacht haben oder ob die da einfach den Frontlader gekauft haben. Komm, ich hole jetzt für 8000 den. Ich denke mal, ach nein, das hier ist für den 700er Vario. Das ist für die verschiedenen Trucks, ne? Ist der ja Multi. Was ist das für einer? Ist das der, den ich habe? Da müssen wir mal ganz kurz schauen. Hier ist nämlich der 300er und davon gibt es nämlich einen 700er. Auf jeden Fall. Ja, da ist der. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den finden für den anderen. Ja, okay, den sehe ich jetzt nirgendwo. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal den Frontlader hier. Ich probiere es einfach jetzt mal aus, ob das der ist. Ob ich den kaufen kann hier und dann da dran machen kann. Ob das klappt. Müssen wir einfach mal ausprobieren, ansonsten verkaufe ich ihn wieder. Nee, das klappt natürlich nicht, ne? Also ich habe da echt nicht so den blassen Schimmer von. Ich weiß, es gibt auch Gabelstapler und sowas zu kaufen. Aber die Frage ist halt, ob ich das jetzt machen möchte, weil ich glaube, die sind einfach zu teuer jetzt noch. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen Verlust gemacht, aber gut, dass der Verlust, oh, den ich jetzt gemacht habe, das ist kein Weltuntergang, damit kann ich noch leben. Ja, da muss ich jetzt überlegen, ob ich mir den Gabelstapler kaufe oder ob ich es besser so mache, dass ich einfach sage, okay, wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal ins Video und im nächsten Video werde ich das dann umsetzen. So, ja gut, das ist jetzt 240, okay, damit kann ich leben, also das ist jetzt kein Weltuntergang gewesen. Dann gucken wir jetzt nochmal schnell, dann werden wir vielleicht nochmal einen Gabelstapler kaufen. So, dann schauen wir mal. Es gab ja auch einen Radlader, der war gar nicht mal so schlecht, aber der kostet halt auch schon echt ordentlich was. Hier gibt es auch noch einen von denen, da ist nur die Frage, welchen von beiden nehme ich? Den habe ich mir, glaube ich, im Stream geholt, mit dem war ich nicht so zufrieden, weil der so einen Knick immer hatte. Der scheint das aber auch zu haben, der Radlader, können verschiedenste Dinge stapeln und gelagert werden. Ja, mal gucken, wie teuer ist es denn, den zu mieten? 20.000. Das ist mir doch dann ein bisschen zu heftig jetzt am Anfang. Da kann ich lieber mal gucken, hier Kompaktlader. Ja, der müsste das eigentlich auch gut hinbekommen, der Kompaktlader, ne? Mit Kompaktladern können verschiedenste Dinge gestapelt und gelagert werden. Ja, dann machen wir das mal. Dann tun wir uns den, tun wir uns jetzt mal leihen. Das kostet 5.000. So, zack, dann tun wir uns den mieten. So, dann holen wir uns dazu noch dann, ja, hier so eine Gabel, mit der wir dann auf jeden Fall schön mit der Palettengabel, wo wir dann Paletten transportieren können, ja, die können wir sogar kaufen.
Zack, okay. Ja, haben wir sogar. Sehr schön. Ich weiß nur nicht, ob ich mit dem auch einen Anhänger nehmen kann. Das müssen wir nämlich jetzt auch mal schauen. Und zwar können wir unter Ballentechnik, da gibt es nämlich einen ziemlich guten, hier den von Fliegel, den holen wir jetzt mal. So, zack. Sehr schön. Und dann testen wir mal, ob das alles aneinander passt hier. Aber ich glaube nicht, nein, nein, der kann auf gar keinen Fall. Das heißt, ich muss jetzt gleich mit dem Traktor dann das Ding hier, den... Ah, ich muss das erstmal so, zack. Ja gut, sehr schön. Damit kann ich auf jeden Fall dann gleich die ganzen Paletten draufpacken. So, dann steigen wir hier in den Traktor. Dann werden wir den nämlich jetzt eben schon mal hier an das Ding dran machen. Oh, Moment. Und dann kann ich nämlich gleich die Paletten da dran packen. So. Zack. Dann fahren wir ein Stückchen vor, wegen, wenn wir jetzt gleich kaufen. So, dann gehen wir jetzt hier hinten in unseren Gabelstapler. Und dann kaufen wir uns jetzt erstmal schön ein paar Paletten ein. Wo haben wir sie denn? So, da. Genau, dann kaufe ich jetzt ein paar Paletten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine schöne Timelapse, wie ich das alles verlade und gleich dann zum Hof bringe. Und wir sehen uns dann, ja, nach der Timelapse wieder. Ich denke mal, von jedem 4 Stück, das sollte auf jeden Fall für den Anfang reichen. Obwohl, von denen können wir sogar noch 8 Stück holen. Ich hoffe nur, dass ich das alles vernünftig draufgeladen bekomme. So, zack. Okay, und dann würde ich sagen, auf geht's, ab mit der Timelapse. Okay, Freunde, wie man gerade in der Timelapse sehen konnte, das hat ja wunderbar geklappt hier mit dem Gabelstapler. Also besser, als ich dachte. Und ja, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit der Folge von heute. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die ging jetzt wieder auch wie im Fluge vorbei. Schreiben auch die Leute öfters in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für euren mächtigen Support, Leute. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann darum kümmern, die ganzen Dinger hier zu entladen. Ich glaube, unser erstes Feld, ja, das ist auch fertig gesät. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, heute um 14 Uhr www.twitch.tv/gtimetv. Da geht der Livestream los. Bis dann, tschüss.